So, hallo erstmal und herzlich willkommen hier aus Leingarten. Ja, der SV Leingarten gegen den SV Schluchtern. Derby-Time in der Landesliga. Da ging auch vor dem Spiel schon ein bisschen was. Ja, und bei uns wird auch was passiert. Die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit sind beim Kopieren von der SD-Karte zum PC kaputt gegangen. Da verpassen wir nicht viel, aber ein bisschen was. Dieses Event wird präsentiert von Priavaris. Ihr Bodymate Leberfastenzentrum nach Dr. Worm. Jetzt neu in Schweiger-Niederhofen. www.priavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, ARTA, Ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Allegiance, Premium Autopflegeprodukte, Fußball im BW und Johnnys Sportbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Ja, ein Ding haben wir aus der ersten Halbzeit. In der 21. Minute mal ein Angriff des SV Leingarten über Yannick Tietzmann. Der spielt den Ball dann in die Mitte, aber da kommt jemand zu spät. Aber wie gesagt, das war eine der hochkarätigsten Chancen in der ersten Halbzeit. Allerdings kurz vor Halbzeit gab es dann ein Tor von Yannick Tietzmann. So steht es 1:0. Das haben wir leider nicht. Sorry Yannick, sorry SVL. Und wir sind in der zweiten, direkt nach Wiederanpfiff, die erste gute Möglichkeit der Leingärtner. Ja, von Schluchtern 80% Ballbesitz, aber kam nichts mehr raus. Leingarten stand hinten richtig gut. Fatih Ceylan vielleicht mal, Mario Müller, dann Philipp Matisek und Marco Randaccio pariert hier glänzend und somit weiterhin 1:0. Dann wieder die Hausherren bei einem Freistoß, dann schön zurückgegeben von einem Schluchtermann. Nächste gute Möglichkeit für den SV Leingarten. Wir hätten hier durchaus erhöhen können Anfang der zweiten Halbzeit. Wir springen mal ganz geschwind in die 83. Minute. Also ihr seht, hier war wirklich nicht viel geboten an diesem Sonntagnachmittag. Und da haben wir ein Foul von Ablind Gashi. Der war vor ein paar Minuten ins Spiel gekommen, hat gleich mal sich Derby halt mäßig eingestiegen. Zweimal gelb, gelb-rot, durfte wieder gehen und Leingarten somit nur noch mit 10 Leuten. Aber immer wieder mit der Möglichkeit zum Kontern, wie hier über Markus Hartmann. Aber da hat Fabian Gutleber aufgepasst. Kurz drauf dann vielleicht mal eine Möglichkeit für den SV Schluchtern. Fatih Ceylan, ja, da wird verpasst, zweimal verpasst. Thailand Nogaybel und das Ding rollt hier am Tor vorbei. Dickste Chance für den SV Schluchtern in der 88. Spielminute. Dann wir sind in der Nachspielzeit. 3 Minuten hat der Schiedsrichter angezeigt. Tolga Kilic hält hier mal drauf und macht den Ausgleich für den SV Schluchtern. Ja, was waren das? 25 Meter. Ball aber noch abgefälscht. Kann man Randaccio keinen Vorwurf machen. Da ist, glaube ich, Thomas Hagel, der da noch ein bisschen abfälscht. Somit unhaltbar für Marco Randaccio im Tor. Der Leingärtner. Ja, 3 Minuten Nachspielzeit, das Ding wäre eigentlich schon rum. Aber wir sind bereits in der 95. Langer Ball auf Markus Hartmann. Schön weitergeleitet auf Heuer. Und dann Thailand Nogaybel. Heuer kommt zu Fall. Und der Schiedsrichter gibt tatsächlich in der 95. Minute 11 Meter für Leingarten. Ja, harte Entscheidung. Wie gesagt, das Spiel wäre eigentlich schon aus gewesen. Aber durch das Tor hat er noch ein bisschen länger nachspielen lassen. Und dann so ein Patzer hier in der Abwehr. Und die Möglichkeit für Tim Beckbissinger. Und er macht das Ding 2:1 für den SVL. Gleichzeitig auch Endstand. Der Schiedsrichter hat direkt mit diesem Tor abgepfiffen. Und Leingarten gewinnt das Derby gegen den SV Schluchtern mit 2:1. Ja, das gibt nochmal ein bisschen Schwung im Abstiegskampf. Das sah die ganze Zeit lang gar nicht wirklich gut aus für Leingarten. Jetzt vielleicht mit dem Dreier. Wie gesagt, Schluchtern verloren, Städten verloren. Kommen sie wieder ein bisschen ran und haben hier die Möglichkeit, vielleicht doch nochmal anzugreifen und rauszukommen. Wir haben 2 Interviews. Die Interviews werden präsentiert von Drive Allegiance, Premium Autopflegeprodukte und professionelle Fahrzeugaufbereitung in Schweigern, Niederhofen. www.driveallegiance.de. Ja, 2:1, Heimsieg, ganz wichtiges Spiel. Mal abgesehen davon, das Derby war gegen SV Schluchtern. Ja, langweilige erste Halbzeit. Eigentlich das Spiel hat in den letzten 5 Minuten richtig angefangen, oder? Ich fand die erste Halbzeit gar nicht so langweilig, muss ich sagen. Wichtig war, dass wir wenig Torchancen zugelassen haben. Ja, das dass wir dann auch 1:0 in Führung gegangen sind und gut im Abstiegskampf und vor allem dann auch in einem Derbyspiel, denke ich, geht es dann eh gut zur Sache und so war es dann halt auch Fakt, dass wir zum Schluss die letzte Viertelstunde
dementsprechend uns einen Fight abliefern mussten, um ja, guten Punkt oder halt sogar 3 mitzunehmen. Jetzt 3 Punkte, was heißt es für euch im Kampf um den Abstieg? Habt ihr da schon ein bisschen aufgegeben oder greift ihr jetzt nochmal richtig an? Den möchte ich sehen, der das vor der Kamera sagen würde, geschweige denn überhaupt dran denkt. Also wir haben die ersten 2 Spiele in der Rückrunde ordentlich gespielt. Hört sich immer blöd an, aber bestimmt waren wir auf Augenhöhe, hätten einen Punkt, vielleicht sogar mal einen Dreier verdient gehabt, haben nicht über 90 Minuten die Leistung abgeliefert, die man halt in der Landesliga abliefern muss. Das haben wir heute getan und ich habe es vor dem Spiel gesagt, so ein Dreier kann eine Trendwende einläuten und vor allem ein Derby-Sieg, das muss uns und das wird uns auch schon geben und tot sind wir noch lange nicht und heute erst recht nicht. Alles klar, danke schön, viel Erfolg für die Runde. Merci. Ja, 2:1 Derby-Niederlage hier beim SV Leingarten, Tabellenletzten bei mir Philipp Matisek. Ja Philipp, viel am Ball, aber ungefährlich vorm Tor oder wie siehst du das? Ja, absolut. Also ich muss sagen, es war klar auf dem Platz hier. Hat ja jeder gesehen oder sieht auch jeder, wie der aussieht. War spielerisch nicht möglich heute. Gegner hat Derby gespielt, wir nicht. Wundert mich nicht. Also der Sieg geht völlig zurecht, obwohl Leingarten nicht mehr Chance hatte. Und Leingarten auch nicht unbedingt stärker war. Aber wir haben 2 Kämpfe angenommen und haben alles aus ihren Möglichkeiten gemacht. Spielerisch war klar, dass sie uns wahrscheinlich nicht das Wasser reichen können. Aber die haben es clever gemacht. Sind mit uns auf den Platz hier gegangen, anstatt auf den Kunststraßen. Hätte ich genauso gemacht. Derby gespielt, Derby gewonnen. Das dürfen wir uns jetzt wahrscheinlich die nächsten 4 Jahre anhören. Ja, wollte gerade sagen, so letzte Woche gegen TV Flugfelden, ja, sah das Ganze noch richtig gut aus. Gut, da waren wir auf den Kunststraßen hier. Genau. Heute, wie gesagt, Ballbesitz, habt ihr vieles gehabt, aber nach vorne hin, hat Leingarten hinten so gut dicht gemacht oder warum war kein Durchkommen da? Ja, Leingarten ist gut gestanden, muss man ehrlich sagen. Also die haben es clever gemacht, haben ab der Mittellinie erst angegriffen, haben das Spielfeld eng gemacht und uns sind einfach, haben mir die Ideen gefehlt. Ich weiß nicht, in der ersten Halbzeit hatten wir gefühlt 1-2 Chancen vielleicht, 0. Also kein Torschuss, nichts. Zweite Halbzeit waren es auch nicht unbedingt viel mehr. Haben es zwar probiert und haben es letzte aus uns rausgeholt, aber ich muss auch ehrlich sagen, in dem Derby, es wird gewechselt, 2-mal zur Halbzeit. Die Spieler hauen sich rein, jeder haut sich rein, aber da muss mehr kommen. Wenn man von der Bank kommt, dann will man sich zeigen, will man was geben, was rausholen. Jetzt war heute die Möglichkeit zum Big Point. Städten Leingardach verloren gegen Flugfelden. Ihr hättet Leingarten schlagen können, hättet da unten ein bisschen rauskommen können. Gibt es jetzt einen Knacks oder wie sehen wir euch nächste Woche? Ob das einen Knacks gibt, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, unser Trainer weiß uns zu motivieren, das funktioniert eigentlich ganz gut. Problem ist halt einfach, das ist kein normales Spiel und das war heute einfach der Fall. Die Jungs haben es nicht verstanden. Hier wurde die letzten 2 Wochen über nichts anderes geredet. Leingarten wird es schwer haben, dieses Jahr drin zu bleiben, aber was sich auf jeden Fall jetzt auf Fahnen schreiben können, ist, dass sie das Derby gewonnen haben. Und wer weiß, wann das nächste Derby wieder stattfindet. Und das darf man sich jetzt halt einfach eine Weile anhören als Leingarten, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Alles klar, dann wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Abend. Danke, und bis nächste Woche. Ciao. Are you ready? Showtime. More bang for your buck.